Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und jetzt mal wieder eine schöne Runde online. Und natürlich wird erstmal der Hund gestreichelt. Dann schauen wir mal. So, Bullengehäute, zwei Stück Gegenstände an Hehler verschnackt. Na klar, Himbeeren sammeln. Können wir gleich schon mal mit anfangen. Ach, Forellen angeln. Im Leben nicht. So, wieder mal zwei Gesuchte von West Elizabeth abliefern, Kopfgeld abgeschlossen, ohne einen umzulegen. Und mehr als eine gleichzeitig. Auch das wird nichts. Ach, Distanz mit dem Lieferwagen, Halleluja. Kleine Kadaverspenden, mittelgroße. Das ist auch schwierig aktuell, finde ich. Sechs Sammlerstücke finden, was zwei mit Metalldetektor und ein paar Leute plündern. Oh, drei Missionen, giftigen Schwarzgebrannten und... Okay, den einen ausliefern. Tierchen fotografieren. Oh, mit Pheromon und Tantonika. Ja, dann. Gucken wir erstmal, wie viel Luft haben wir hier. Ja, viel ist das nicht. So, 10 kleine Tierkadaver. Machen wir es schon mal. Ach komm, was soll's denn hier? Hier. Habe ich nicht irgendwo noch ein paar Ratten? Ah, wird knapp. Ich habe kaum noch Taschentierchen hier, wie ihr seht. Guess beggars can't be choosers. Okay, then. No comment. So, da sind die ersten 10 gespendet. Oh, giftigen Schwarzgebrannten soll ich auch noch herstellen. Wo habe ich den? Wo habe ich den? Da ist er. Den ballern wir einfach weg hier. Machen wir mal eben das Tantonikum. Denn wir haben beim letzten Mal genug Bären schlafen gelegt. Dann haben wir das auch schon fertig. Den machen wir auch fix. Und Himbeeren wachsen hier auch. Jetzt geht doch hier hinten schon los irgendwo, oder? Hier waren noch irgendwo Himbeerbüsche, meine ich. Ja klar, da sind sie. Ich hoffe, dass... Jawohl, es sind auch Himbeeren. Weil ich meine, hier wachsen gar keine Brombeeren. Und ob wir heute die neuen Rollenherausforderungen schaffen oder nicht, ganz ehrlich. Egal. Uns mal ein bisschen bewegen hier. Da ist nämlich auch noch so ein Himbeerstrauch. Sehe ich da Truthähne? So, wollen wir das Pferdchen ranpfeifen hier. Die dürfen aber auch jetzt, die müssen am besten echt miserabel sein. Denn so viel Platz zum Spenden haben wir ja gar nicht. Und schon ist er schlecht, sehr gut. Schon ist das schlecht, sehr gut, das klingt gut, ne? Selbiges gilt jetzt für diesen hier. Oh, da höre ich den legendären Bären, aber ganz ehrlich, den zu fotografieren. Der ist auch noch viel zu gut hier, der. Gut an. Den legendären Bären zu fotografieren, habe ich keine Lust zu.
Das gibt nämlich einen riesen Aufriss. Und klappt auch wirklich selten. So, hier mal ein bisschen bewegen. Ah, Bewegung tut gut. Und dann spenden wir den Spaß mal. So, haben wir da schon mal ein paar von rausgehauen. Dann kochen wir uns mal eben schön was Leckers. Und da haben wir schon den Agenten, den wir einsammeln können hier. So, was war beim Kopfgeldjäger angesagt? Aha. Ohne einen umzulegen. Ja, komm. Das versuchen wir mal. Dass wir die Jungs da trennen. Und dann nur die gesuchte Person mitnehmen, oder? Da ist er. Müssen wir nur das Pferd müde legen hier. So. Na ja, Junge, ich brauche doch nur das Dingens hier. Da ist Verstärkte. Ich hoffe, die anderen Jungs sind alle noch fit. Also einer ballert da ja auf jeden Fall noch. Oh, den anderen hat's zerlegt. Ja, dann. Oder? Ja, den hat's zerlegt. Dann kann ich den auch zerlegen. Weil dann schaffen wir es ja nicht. Dann ist es eh egal. Und dann können wir den auch looten. Ja, der ist hier dumm gestürzt, ne? Das war anders geplant. Dann bringen wir den mal eben weg und gut ist. Man sieht's, dass unser Pferd hat ein bisschen gelitten. Komm hier, wir machen den Kompagnon mal flott hier. Da. Und dann, weiß ich nicht, schauen wir vielleicht mal eben kurz an der Schwarzbrennerbude vorbei. Uns wird schon was einfallen. Ach, zum Hehler müssen wir ja auch mal ein bisschen was verkaufen. Oh, 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 oh. Blatt geritten. Ein Taschenhörnchen nehme ich auch noch mit. Na komm, steig auf, wir müssen weg, bevor das hier einer sieht. Wieder schöne Schatzkarte geschnasselt, ne? Und dann auch noch in der Nähe von Watsons Cabin. Das ist ja direkt in der Nähe vom Lager. Das lohnt an alles richtig.
Und den Kerl lebendig abgegeben. Mann, bin ich heute nett, oder? Das ist sonst gar nicht meine Art. Well, well, well. Is this for me? The cells are downstairs. There. Good old-fashioned blood money. Ja gut, für die Packoff-Gelegerpunkte macht man es auch nicht. So, ich wollte mal gucken, ob da oben eine Tarotkarte liegt. Nö. Can I help you? Da liegt aber eine Flasche. Hier ist heute eine Tarotkarte. Dann sollten wir die 6 Sammlerstücke wohl schnell finden, denke ich. Eine andere Knarre. Sie auch mal putzen, ne? Und da nehmen wir das. Wenn er es denn will. So. Eben gucken, ob hier oben die Münze liegt. Nee. Hier oben liegt heute auch nichts. Da ist auch nichts mehr dann. Warten wir mal Richtung. Aha! Ja gut. Da können wir wieder Leute looten. Was Gescheites. Und dann machen wir die Jungs da weg, oder? Gut treffen hilft. Noch wach? Nein. Wollte ich doch was sagen. Oh, jetzt bin ich hier gerade ans Mikro gekommen, pardon. Wo ist denn der andere Ampelmann? Da hinten. Aber so viel können das doch gar nicht mehr sein. So, dann loote ich die mal. Mal, dass wir hier noch was finden. Hab ich den hier vergessen? Dann liegen die hier alle so schön, ne? Zum Plündern. Da ist das nämlich schon mal erledigt. So, da leuchtet keiner mehr. Alles klar. Oh, ne, Moment. Hier gibt's doch bestimmt noch ein goldenes Taschenhütchen. Oh, und schwarzgebrannten. Ja, dann.
Kann man nicht meckern, oder? Wie, hier ist heute auch nichts. Aha. Aber hier drin liegt wenigstens die Tarotkarte. Und Streifenhörnchen. Da hinten läuft's. Ich doch mal hier oben irgendwo rum. Da ist sie. Tipptopp. Ja, dann machen wir uns auf den Weg zur Schwarzbrennerei. Und checken dann die üblichen Stellen, oder? Muss doch noch irgendwas zum Ausbuddeln sein, oder? Das gibt's doch nicht. Jawohl, hier ist es. So, was fehlt uns denn noch? Bullenhäuten. Ach so, Himbeeren, meine Güte. Die Hehler-Nummer, ja, das kann man ja abstauben. Kopfgeld war ja nicht so clever, ne? So, mittelgroße Dekadaver kriegen wir auch noch hin. Sammlerstücke kriegen wir auch noch hin. Ja, wenn wir was für die haben, kriegen wir das auch noch hin. Legendäre Tiere fotografiert, ja. Schwierig, ne? Schwierig, wenn nichts da ist. Oh, hier ist auch noch was. Dann nehmen wir das auch noch mit. Ich werde hier wohl noch irgendwas zum Ausbuddeln finden hier. Aha. So, hier ist, glaube ich, die Pheromonnummer, ne? Jetzt wird's angriffslustig. Das hat meist Bock. Kann ich mal so sagen. Meine Güte. Ja gut, einfacher geht's nicht, ne? Ja, haben wir ja doch schon ein bisschen was geschafft jetzt, ne? Aber wenn wir das jetzt im Lager spenden, das kann ich mal sagen, dann ist das so voll, dann kriegen wir nichts anderes mehr dabei. Und das wollen wir ja nicht. Denn hier keinen Schwarzgebrannten fertig gemacht? Hm.
something I need you to do. Oder arbeitet der Kollege noch? Ah, der ist noch nicht so weit, alles klar. Dann wollen wir ihn noch nicht länger stören. So, wir müssen jetzt noch irgendwas ausbuddeln. Nee, kann man aber auch nicht. Und dann gucken wir mal eben da oben. Tja, heute nicht. Ups, dann nehmen wir auf jeden Fall die Karte hier mit. Was finden, ohne dass ich eine Karte benutzen muss. Das kann doch nicht wahr sein. Also das wollte ich mir heute doch sparen hier, die Landkarten. Irgendwo muss doch noch was versteckt sein. Das gibt's doch nicht. Unglaublich. Da muss ich gleich echt eine Landkarte verwenden. Nein. Auf zur Emerald Ranch und dann verschnacken wir was beim Hela. Und da müssen wir noch was finden zum Ausbuddeln. Das kann doch nicht sein. Ist ja heute schon traurig hier. Und die habe ich überhaupt. Drei Sachen. Ah, locker. Oh yes. People lose these all the time. Stay safe and quiet. So was war das Bullen heute, ne? Ja. Gibt Stress, ne? So, da können wir erstmal noch was ausbuddeln hier. Aber Bullenhäuten gibt Stress. Das können die hier nicht so gut haben. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, ist hier überhaupt ein Bulle oder sind die heute nur Ochsen? Ne, nicht den, der Typ da. Auch nicht. Meine Güte. Okay, das ist ein Ochse. Das ist auch ein Ochse. Ja. Da können wir nichts retten.
Das können wir nicht mehr dran nähen, was wir da brauchen. Dass es ein Bulle ist, ne? Ja, ärgerlich. Okay, da scheint noch eine Karte zu sein. Da ist sie. Dann räumen wir da die Schwarzbrenner-Mission auch noch ab. Das war ein sehr merkwürdiges Geräusch hier. Hier ist doch nicht etwa... Nein, gut. Dann räumen wir jetzt die Schwarzbrenner-Mission mal eben da oben ab. Das machen wir auch eher Rambo-mäßig. Da halten wir uns nicht lange mit auf hier. Wo sind die netten Leute? Die müssen wir ja nicht mehr looten. Die müssen wir ja nur fertig machen. So, wo sind die Pfeifen? War es ja schon. Da kommt noch so ein Nachzügler oder was. Wo bleibt er denn? So, dann nehmen wir mal das hier. Damit reinhalte, geht das nicht auch? Ja, nur wenn man trifft, ne? Heute habe ich's. Explodieren die nicht? Hier räumen wir auch noch eben ab. Wo reicht das, wenn ich da die Laterne treffe? Oh, das Pferd ist ein bisschen nervös hier. Ja, das reicht. So, eben das Gebiet verlassen. Dann ist das auch schon fertig. Was haben wir da? Und der ist ein Ochse. Boah, ich sehe aber auch aus, ne? Koyoten. Das ist ja genau das, was ich brauche. Dann würde ich nämlich erst eben zurück ins Lager gehen. Was haben wir hier? Ja, das geht nicht. Ich brauche Koyoten. Ja.
gehen wir ja zurück ins Lager. Bringen die Beute dahin. Kein freier Lagerplatz. Ich glaube, es geht los. Wie lange nehme ich auf? 30 Minuten. Ja gut, das geht ja heute noch. Wir können mal eben im Dunkeln gucken, ob wir da zufällig zwei Bullen haben. Ich glaube es nicht. Normale Pfeile. Da war ein Hund, denke ich. Meist, da ist er. Ja, dann folgen wir ihm doch mal. Entweder ist es eine Falle oder es gibt eine Pull-Up-Sint. Würde ich jetzt mal raten. Es ist eine Falle. Ganz ehrlich, dann kann ich dem Hund auch nicht helfen. Dann plündere ich die nette Dame jetzt auch. Und ihr habt es gesehen, sie hat angefangen. Narren putzen, die hören sich alle an. Eine Katastrophe. So, jetzt schleichen wir hier mal ein bisschen vorsichtiger rein. Ochse. Und das ist ein Rind. Ochse, Ochse. Das ist ja alles nur Ochsen hier. Da stand der Bulle, oder? Habe ich das jetzt? Bullen gehäutet, da steht's. Ja, kommt, dann lassen wir die auch in Ruhe. Gibt's hier nicht eigentlich auch Himbeeren irgendwie? Dann nehmen wir das Gold auch noch mit. Ein Himbeerbusch, da ist er. Also Himbeeren ist ja einfach. Brombeeren wachsen nicht überall, aber Himbeeren sind ja gefühlt überall. Auf geht's, ab nach Hause. Start this business years ago. We're going all the way to the top. That's me. Supplies are looking healthy right now. Yeah, anything's better than nothing. Ach komm, spenden wir auch noch. What a beauty. Und dann stellen wir die Vorräte. Impatient, ain't you? Und ich denke, es fehlt uns nicht mehr viel. Zwei Sachen noch. Das heißt, entweder ein legendäres Tier. Oder noch eine Mission. Sammler sind wir durch und Händler. Meine Güte, wir brauchen nur einen Hasen. Oder einen Fuchs. Da höre ich doch schon ein. Oder einen Waschbären. Ah, ich kann nichts spenden. Ich hätte das Fell nicht spenden dürfen.
Katastrophe. Ja, wir können ja nochmal versuchen, hier einen abzuliefern. Ohne. Wo ist denn die gesuchte Person? Sehen. Hat er sich in Luft aufgelöst? Nein. Ich will euch doch gar nicht umbringen, ihr Pfeifen. Ich brauche doch nur den Gesuchten. Wo ist der? Das hier quasi im Nichts verschwunden. Dann fahre ich euch lieber den Schwarzgebrannten weg. Da weiß ich, was ich hab. Ich komme eh nicht hinterher. Ich habe da hinten ja gleich meinen Kompagnon. Meine ich, ist man nur nah genug dran, hat es sich sowieso erledigt. Du befindest dich derzeit im Kampf. Ich dachte, ich verschwinde. Die Person lebendig ab. Ach, der ist hier in den Busch geflüchtet oder was? Oh Gott, das interessiert mich doch jetzt gar nicht. Wo ist denn der hin? Na, das hätte ich mir doch besser gespart hier. Der hin. Der ist doch schon über alle Berge, das kann man doch gar nicht erzählen. Da hinten ist der. Ja. Ne, lass mal. Da gehe ich nicht mal hinterher. Soll er doch flüchten. Nee, nee, das ist mir echt egal. Sie jetzt in Ruhe, meine Knarren. Essen kann man jetzt auch nix. Ja, dann. Da habe ich keine Lust zu. Dann lieber erstmal Knarren putzen hier.
Kann ich eigentlich Munition abholen oder geht das auch nicht? Excuse me. Ah ja, das geht. Das ist ja viel wichtiger. So, dann gucken wir mal eben. Wo der ist, ist mir wurscht. Da gehe ich gar nicht hinterher. Also, Bullenhäuten wird heute eh nichts, zwei Stück. Angeln machen wir auch nicht. Wir brauchen noch zwei Herausforderungen. Entweder finden wir noch ein legendäres Tierchen. Oder wir erledigen noch... Also ich jagte jetzt echt nicht hinterher. Oder wir erledigen irgendwie noch so eine Schwarzbrenner-Mission. Kann ich eigentlich zu Harriet? Weil gefühlt habe ich ja lange keinen erschossen. Also doch, das Bärchen hier, aber... Im Großen und Ganzen war ich doch nett. Okay. Tja. Gut, das war zu erwarten. Das war eindeutig zu erwarten. Kann ich eigentlich eine Schatzkarte aufmachen, während ich vermeintlich im Kampf bin? Östlich von Watsons Hütte hier. Nee, das geht nämlich nicht. Schade, schade. Mann, jetzt noch ein legendäres Tier, das wäre doch ein Traum. Hier unten ist doch manchmal auch so ein komischer Bär hier. Da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Ja, dann putzen wir mal das Pferdchen hier, oder? Ein legendäres Tier noch, das wäre doch ein Knüller. So eine Pussemuckel-Mission hier. So eine Straßensperre, irgendwie sowas. Ist doch sonst an jeder Ecke. Wir reiten hier mal ein bisschen rum. A, müssen wir eh die Zeit totschlagen. Aber wie gesagt, den Flüchtigen da, da habe ich gar keine Lust zu. Wenn jetzt hier dieser komische Bär aufgetaucht wäre, wäre es auch gut gewesen. Aha. Die Waren sind im Lager eingetroffen. Die 18 Pullen, das würde ich mir ja gerne für morgen aufbewahren, ne? Gut, hier ist dieser komische Bär nicht. Dann gibt es da hinten noch so ein Hirschen. Und hier ist irgendwo ein Pflänzchen, da ist es. Nimmt man ja mit, das lässt man sich ja nie entgehen, ne?
Was ist da? Ach hier, diese Ruhmessüchtige oder wie die heißt, ne? Some space to breathe, maybe? Ja. Ich brauche noch ein legendäres Tier. Versuchen wir mal diesen legendären, wie heißt er denn? Wie heißt er denn, wie heißt er denn? Hier oben in der kalten Ecke. Den hatten wir schon so oft. Marmorfuchs, glaube ich, ne? Und sonst geht's gleich nach Strawberry. Da gibt's den Mitternachtskojoten. Der Schwarzgebrannte auch fertig. Aber hier könnte auch ein legendärer Bison sein. Bescheiden genug ist das Wetter. Uhrzeit passt, glaube ich, auch. Jetzt müssen wir ihn ja gar nicht jagen. Ich glaube, Regen ist da wirklich das Beste. Und 6 Uhr morgens passt, glaube ich, auch. Wir werden es sehen. Weil das wäre jetzt wirklich das Einfachste, ne? Noch einmal die Pheromonpulle da aufreißen. Dann hier den Waschbären spenden. Ich habe gar keine Lust, die 18 Pullen jetzt schon zu verschnacken. Das war knapp. Also ich würde behaupten, Wetter passt. Bison da. Das ist ärgerlich. Tja. Dann geht's jetzt nach Hause. Ja, und 50 Minuten, ne? Hat gut angefangen, ne? Stark angefangen, stark nachgelassen. So. Auch durch. Dann gucken wir mal eben hier, ob wir da noch so eine Schwarzbrenner-Mission durchziehen können. Ich will die 18 Pullen nicht wegfahren. Mein Gott, die spawnen doch hier unten sonst immer.
Ja, aber eine bessere Idee habe ich nicht. Kopfgeldjäger wird nichts. Händler wird nichts. Sammler sind wir durch. Schwarzbrenner, fehlt uns noch die eine Mission hier. Oder eben ein legendäres Tier. Ich habe keine Lust, die 18 Pullen wegzufahren. Zumal mir ja hier entweder nur so ein Tierchen fehlt oder eben noch eine Mission. Wo bin ich jetzt gedrückt? Da wollte ich ja gar nicht hin. Ja, auch schon mal diesen Hirschen in der Nähe. Da wir gerade ein Lager überfallen, das ignorieren wir natürlich. Nichts zu hören, nichts zu sehen. Das ist unglaublich. Also wirklich, nee, ich mache es nicht. Das ist mir egal. Und wenn die Stunde hier gleich rum ist. Dann haben wir eben nicht alle 9 Rollen Herausforderungen geschafft. Kein freier Lagerplatz, das ist ja nicht mehr normal hier. Uns fehlt doch nur noch eine Mission oder ein Tierchen, das kann doch nicht sein. Da hinten kann manchmal auch so eine Schwarzbrennerei sein. Oder der legendäre Bison taucht hier noch auf. Tja, schade, schade, ne? Kein Bison, keine Mission. Und jetzt ist es soweit, noch 5 Minuten. Dann ist der Spaß hier nämlich beendet. Nochmal in die kalte Ecke.
Der ist sonst immer hier, oder? Aber heute ist er nicht da. Unglaublich. Ich brauche doch nur noch ein legendäres Tier. Wo könnte man denn noch Glück haben? Da. Also wir haben nur noch 3 Minuten, ne? Aber ich sag so ehrlich, dann ist das so, ja. Aua, dann lade ich die Folge nachher erst hoch und hol's. Oh Gott, mein Pferd haut ab. Und hol das natürlich nach, aber ich verschwende hier nicht meine 18 Pullen, die ich vielleicht morgen gebrauchen kann. Aber hier ist kein Kojote. Ja, da unten wäre jetzt noch die Mission, die schaffe ich aber nicht. In 2 Minuten, denke ich, oder? Oh, ist das hier die, die sowieso nie geht? Nee, 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 die könnte klappen. Aber das wird echt knapp. So, wo sind die anderen Pfeifen? Das gibt's doch nicht. So, knappe Nummer. Und da seht ihr es, 9 von 9 Rollenherausforderungen erledigt. So soll es sein. Das wird wirklich knapp 60, also genau bei einer Stunde Schluss. Schnellreise. Ab nach Hause. Und da seht ihr es, wir haben die 18 Pullen uns eingespart. So, das war die Folge am Montag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun. So, Heinrich, du bist auch noch dran. Und dann, tja, passend Schluss gemacht. Bis demnächst.